Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir leckere Kürbisbrötchen aus süßem Hefeteig. Eine Vorbereitung habe ich hier schon gemacht, und zwar verwende ich für dieses Rezept den Küchenklassiker, den typischen Kürbis, den man immer verwendet, den Hokkaido-Kürbis. Den kann man sich mit Schale verwenden oder ohne Schale. Allgemein sind Kürbis auch richtige Vitaminbomben. Dieser Kürbis hier hat auch im Gegensatz zu anderen Kürbissorten ein bisschen weniger Wasseranteil. Dafür sind die Nährstoffe umso höher. Was ich schon vorbereitet habe, ich habe hier 160 Gramm Kürbisfruchtfleisch, das ich schon gekocht habe. Dazu habe ich den Kürbis halbiert und ich habe mir die Schale entfernt. Einfach mit dem Messer rundherum schneiden und die Schale abschneiden. Dann mit einem Löffel innen drin die Kerne rauslöffeln. Dann in kleine Stücke schneiden. Wasser habe ich mir aufgekocht und das Ganze für 10 Minuten köcheln lassen. Das ist die ganze Vorbereitung, die ich gemacht habe. Das kannst du problemlos schon am Vortag machen, denn der Kürbis muss natürlich jetzt für den Teig ausgekühlt sein. Das habe ich mir über Nacht auch in den Kühlschrank gestellt und das sieht dann so aus. Das werde ich mir jetzt als erstes pürieren. Pürierstab nehmen, kräftig durchpürieren. Dann brauche ich für den Hauptteig noch 140 Gramm Milch. Hier ist es immer unterschiedlich, wie viel Wassergehalt der Kürbis hat. Das kann ein bisschen mehr sein, ein bisschen weniger sein. Zudem ist es auch abhängig vom Mehl, das du verwendest. 140 Gramm Vollmilch in die Küchenmaschine. 500 Gramm Weißmehl, Typ 550 dazu. Schlage ich mir gleich noch ein Ei dazu. Natürlich unser Fruchtfleisch gleich von Anfang an mit rein. Als nächstes kommt 30 Gramm Butter dazu, 8 Gramm Salz, 10 Gramm Frischhefe, 20 Gramm Zucker, in meinem Fall wie immer Hello Sweetie. Kann ich dir auch wieder ein Video dazu verlinken, wenn du noch nicht weißt, was Hello Sweetie ist. Der Zucker der Zukunft, wie ich ihn nenne. Und für noch zusätzlichen Geschmack noch 10 Gramm Grundsauer, Weizengrundsauer, Sauerteig gebe ich mir hier noch dazu. Kann ich dir am Ende noch ein Rezept verlinken, falls du noch kein Grundsauer hast. Wenn du sofort starten willst ohne Grundsauer, erhöhe einfach die Hefe um 5 Gramm. Küchenmaschine schließen, auf kleiner Stufe starten und zu einem Teig nehmen. Und nach ein paar Minuten das Tempo erhöhen. So, nach knappen 15 Minuten Knetzeit ist der Teig wunderbar geknetet. Sehr schöner Teig, richtig tolle Farbe. Fenstertest. Der lässt sich jetzt wunderbar ziehen. Kann man jetzt herrlich durchsehen, genauso muss der sein. Hier habe ich ein Teigbecken, das fette ich mir jetzt aus. In diesem Fall heute nehme ich sogar etwas Kürbiskernöl. Falls du keines hast, kannst du auch einfach neutrales Öl nehmen. Teig rausnehmen, reinlegen und für 90 bis 120 Minuten aufgehen lassen. Knappe 2 Stunden später, Teig ist ready zum Formen.
Den habe ich auch nicht gedehnt und gefaltet. Der ist eher an der festen Seite. Der kommt hier im Becken wunderbar hoch und ich kann mir diesen Arbeitsschritt sparen. Gebe den Teig auf den Tisch. Super luftiger Teig. Und jetzt portioniere ich mir Stücke zu je 100 Gramm. Die werden jetzt rund geformt. Dazu wie immer kein Mehl auf dem Tisch und in der Hand schön rund formen, damit so eine Kugel entsteht und die lege ich mir direkt auf ein Backblech. Du kannst zuerst die Oberfläche ein bisschen glatt machen, wenn du willst, aber in der Regel, wenn du so mit der Hand darüber gehst und es so aufwirkst, es muss wirklich unten kleben und haften, dann zieht es die Kugel schön auf. Nicht nur das hier machen, sondern umschließen und aufwirken. Später dann auch mit zwei Händen. Hier nehme ich bewusst ein Backpapier. Die werden später noch mit Ei bestrichen. Dann muss ich das Blech einfach ein bisschen weniger putzen und kann einfach das Papier entsorgen. Das ist ein Vorteil, du kannst aber natürlich auch direkt auf dem Backblech. Schöne Konsistenz des Teiges, lässt sich hervorragend verarbeiten, eine wunderschöne Farbe, richtig toll. Die decke ich mir jetzt noch einmal zu und lasse die noch mal eine halbe Stunde aufgehen. Die werden im Anschluss dann abgedrückt, damit wir so ein kürbisähnliches Muster bekommen. Dazu muss ich aber noch warten, wenn ich das zu früh mache, dann drückt das zu fest auseinander. Ich will es jetzt nochmal angären lassen, eine Zwischengare geben und dann werden sie angedrückt. Halbe Stunde später, jetzt kommt der schönste Teil. Jetzt drücken wir die Dinger ab. Da sind viele sicher schon gespannt, wie ich das mache. Wir wollen so eine ähnliche Form erzeugen. Dazu nehme ich einfach so einen Apfeleinteiler und drücke mir hier bis etwa in die Hälfte runter. Schön runterdrücken, wirklich kräftig, damit man das Muster auch noch sieht. Auch wenn das ein bisschen klebt, das macht nichts. So wieder rausnehmen. Es wäre schade, wenn ich jetzt hier mit zu viel Mehl rein würde. Dann einfach so wieder rausnehmen, unten ein bisschen zusammendrücken. Größere Teige oder Brote kannst du bequem mit der gleichen Technik machen, mit einem Torteneinteiler. Nimm sie da ein bisschen vom Blech weg, dann kann ich es besser machen. Runterdrücken, abheben. Unten reindrücken. Wenn ich so starke Luftblasen habe, die schlage ich noch ein bisschen raus. Dann einfach so unten reingehen. Dann sieht das perfekt aus. Das war es eigentlich auch schon. Ist natürlich viel einfacher so abzudrücken als ab und zu sieht man die Technik mit einer Schnur, wo das Ganze eingeschnürt wird. Dieses Spiel mache ich nicht mit, das ist mir zu kompliziert und ich sehe den Sinn nicht ein, warum ich jetzt hier Teig einbinden soll. Ich nehme noch ein Ei, etwas verquirlen. Dann mit einem Pinsel die Brötchen anstreichen, dann bekommen sie noch einen schönen Glanz. Die muss ich mir jetzt noch einmal aufgehen lassen,
wenn ich die direkt in den Ofen gebe, ist der Druck viel zu stark und ich bekomme sehr unregelmäßige Formen. Überall jagt es dann die verschiedenen Ecken ab und es sieht ungleichmäßig aus. Darum nochmal eine halbe Stunde aufgehen lassen und in der Zwischenzeit den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Die Brötchen sind ready für den Ofen. Die schiebe ich mir jetzt rein, warte 2 Minuten, gieße Wasser auf die Lavasteine, damit Dampf entsteht. Warum 2 Minuten warten? In dieser Zeit kann das Ei antrocknen. Und ich habe dann die schönere Farbe. Würde ich direkt Dampf geben, dann würde das ganze Ei abgewaschen werden. Ab in den Ofen damit, 2 Minuten warten und dann erst Dampf geben. Nach 15, je nachdem 20 Minuten, sind die Kürbisbrötchen wunderbar gebacken, sehen richtig cool aus. Tolle Form. Richtig schön aufgerissen. Hier siehst du noch den Unterschied. Wenig fest abdrücken, nur leicht andrücken. Und hier bin ich tiefer gegangen, ist die Struktur natürlich deutlicher erkennbar. Wichtig ist auch noch, dieser Teig färbt sehr schnell. Wenn dein Ofen eher aggressiv oder stark ist, dann musst du vielleicht die Temperatur auf 180 Grad reduzieren. Jeder Ofen ist halt immer wieder anders. Dann nehme ich noch ein Messer, mache hier ein kleines Löchlein rein, nehme eine Kürbiskerne und lege die oben so schräge hin. Das war's. Super schöne, tolle Brötchen, geniale natürliche Farbe, schöne Form. Oben noch der Abschluss mit der Kürbiskerne, das passt hervorragend. Noch ein bisschen warten, dann schauen wir mal rein. Sie sind noch leicht warm. Schauen wir mal rein und schau mal, wie schön wattig und luftig die hier drin sind. Einfach krass, die gelbe Farbe, wie schön das die aussieht. Wie ein kleines Kissen fühlt es sich an. Duftet richtig gut. Leckeres, leicht süßliches Aroma durch den Kürbis. Das ist das Geniale daran. Kürbis kann man salzig oder süß machen. Hier eher süß natürlich, lecker im Geschmack, super Optik. Was will man mehr? Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, unbedingt Kommentar da lassen. Abonnier den Kanal und verpasst du kein Video mehr von mir. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.